Und alle, die I2B kennen, die wissen natürlich jetzt, was kommt. Eine I2B-Veranstaltung beginnt natürlich immer mit einem Impulsvortrag. Und heute haben wir einen jungen Mann gewinnen können, der brennt für das Thema Nachhaltigkeit. So sehr, dass er sowohl beruflich wie auch privat seine ganze Energie dafür einsetzt, dem Thema in Politik, in Wirtschaft und Gesellschaft zu mehr Transformationskraft zu verhelfen. Er sagt, es braucht für die gegenwärtigen und vor allem für die zukünftigen Herausforderungen innovative, mutige Antworten und echte Visionen. Er verbreitet, das ist sein Anspruch, kritischen Zukunftsoptimismus. Dass dieser Mann von beiden Seiten brennt, davon können Sie sich nun selber überzeugen. Herzlich willkommen, Daniel Antes. Er ist Berater, Speaker, Autor und der Sustainable Ninja. Was das bedeutet, da werden wir später noch drauf kommen. Thema seines Impulsvortrags Future Food, vom Wandel unserer Ernährung in Zeiten gesellschaftlicher Krisen. Herzlich willkommen, Daniel Antes. Vielen Dank. Ja. Auch von meiner Seite, moin, oder wie man in Frankfurt sagt, Gude, so oder so, wunderschönen guten Abend, freue mich hier zu sein. Mein Name ist Daniel Antes, ihr dürft mich aber alle Dan nennen und ja, de facto, ich brenne für das Thema Nachhaltigkeit und direkt, um eine Sache zu klären, Sustainability Ninja, habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das wurde mir auf so einer Veranstaltung mal von dem Moderator so gesehen angedichtet. Ich habe das dann einfach nur übernommen, weil es klang irgendwie cool und es macht mehr her auf LinkedIn, wo jeder irgendwie CEO oder was es ist. Sustainability Ninja war da was anderes, deswegen seit 5 Jahren gehe ich damit hausieren und kämpfe für das Thema Nachhaltigkeit, weil wir reden heute über Krisen. Es ist hier und da ein Kampf und man braucht einen langen Atem. Und da kann die Überzeugung noch so gut sein, die Hürden sind mitunter größer, aber ich glaube, wir kriegen das alles irgendwie doch gewuppt, denn das liegt in der Natur der Menschen, dass sie da am Ende doch resiliente Wesen sind. Sie müssen so gesehen hier und da nur ein bisschen Dampf unterm Po haben, dann kommen sie auch aus dem Quark. Es geht heute um das Thema Zukunft Ernährung bzw. vom Wandel unserer Ernährung und da müssen wir zuallererst eine Sache klären, nämlich was verstehen wir eigentlich unter Zukunft und das ist so ein schöner großer Begriff, wo viele Menschen viele schöne Ideen und Visionen zu haben und wenn wir in die Medien schauen, sei es in die Zeitungen oder ins Internet oder ins Fernsehen, sehen wir immer gefühlt eine Schlagzeile, die am lautesten daherkommt. If we want to save the planet, the future of food is insects. The future of food, amazing lab-grown and 3D-printed meat and fish. Oder aber experts say algae, also Algen, sind die Zukunft der Ernährung. Und wenn am Ende des Tages das alles nicht individuell genug ist, reden wir über Nutrigenomics, DNA-Profiling, also wie wir unsere Ernährungspläne wirklich auf unser ganz eigenes Genom runterbrechen können. So gesehen, diese Schlagzeilen finden Sie zuhauf. Und man hat das Gefühl, es gibt immer nur diese eine Zukunft. Entweder Algen, entweder In-vitro-Fleisch, entweder Insekten. Also irgendwie die Zukunft ist schon geschrieben und wir können eigentlich gar nichts dran ändern. Aber das ist ein ganz großer Irrglaube, denn selbst Quallen, wie man bei RTL lesen darf, sind nicht nur die eine Zukunft. Zukunft am Ende des Tages passiert ja hier und jetzt in der Gegenwart. Wir alle sind so gesehen Teil davon, deswegen freue ich mich auch hier zu sein. Denn hier wird Zukunft gemacht. Gerade auch mit dem Food Hub haben wir so gesehen die Avantgarde, die Pioniere, die Menschen, die wirklich Wandel vorantreiben wollen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute hier zu sein, als jemand, der selbst nicht nur über Zukunft spricht, sondern sie auch mit eigenem Startup und NGO in Frankfurt vorlebt. Am Ende geht es aber, wenn wir über Zukunft sprechen, auch immer um Wandel. Und Wandel, gerade in puncto Ernährung, ist am Ende des Tages immer nur eine Antwort auf gegenwärtige Herausforderungen. Wir reden von der Zukunft der Ernährung, weil wir unsere Ernährung heute im Hier und Jetzt nachhaltiger, günstiger, konvenienter, billiger, regionaler, wie auch immer gestalten wollen. Das heißt, es geht immer um gegenwärtige Herausforderungen. Und es gibt eine große Herausforderung, die können wir mit etwas umschreiben, das, denke ich, auch hier morgen ab 2 Uhr gehandelt wird. Nämlich die Banane. Die Banane hat nicht nur ernährungsphysiologisch sehr viel zu bieten. Ich bin großer Fan, Sie alle, ich glaube, wir essen im Schnitt weltweit 150 Bananen im Jahr. Wer isst mehr als 150 Bananen im Jahr hier? Doch ein paar Hände gehen hoch. Okay, also mindestens jeden zweiten Tag. Ist nur zu empfehlen, natürlich, aber, und das ist das mitunter Traurige, die Banane erinnert in ihrer Form an etwas, was wir seit eigentlich schon langer Zeit kennen, nämlich das Hockeystick-Diagramm aus der Klimawandelforschung. Das heißt, wir leben in Zeiten globaler Erderwärmung und so gesehen eigentlich der Stiel der Banane zeigt eigentlich nur das, was seit der Industrialisierung passiert, nämlich exponentielle Erwärmung. Und die ist, und das wissen wir heutzutage auch,
menschengemacht. Fragen wir nun die 250 so gesehen erfolgreichsten und größten Köpfe der Foodbranche weltweit, was die größten externen Risiken sind. So ist mittlerweile auch hier ein Konsens da, als dass Klimawandel mittlerweile auf Platz 1 ist. Danach kommen Kosten und Verfügbarkeit der Rohstoffe, gerade in Zeiten von Corona und dem brutalen Angriffskrieg von Putin ein ganz großes Thema, damit auch Grenz- und Zollfragen. Und dann irgendwie reden wir auch über Konsumentinnenbedürfnisse. Also schauen wirklich auf die Menschen, was die Menschen denn wollen und was sie eigentlich so gesehen im Hinblick auf die Zukunft der Ernährung für Erwartungen haben. Schön zu sehen, wenn wir jetzt das umdrehen und auf die größten Chancen schauen, was denn hier so gesehen die Führungsriege der Foodbranche denkt, ist Bio mittlerweile auf 1. Und das auch hier weltweit. Das heißt, Organic ist ein großer Trend, ist ein Megatrend und dementsprechend macht es auch Sinn, dass wir heute hier über dieses Thema sprechen. Die Banane, und da komme ich jetzt wieder zurück zu der Form, erinnert aber auch an einen anderen Hockeystick. Den kennen wir so gesehen aus der Innovationsforschung. Das ist nämlich so gesehen eigentlich die Grafik des Wandels bzw. des Unternehmenswachstums. Gerade die Startups werden das kennen. In vielen Pitch-Decks sind so gesehen die Wachstumszahlen, die Umsatzzahlen gehen in der Regel exponentiell nach oben. Man will sich gut verkaufen, man will viel Geld einsammeln und dementsprechend geht man immer davon aus, dass man so gesehen das nächste Unicorn wird. Das ist aber hier und da leider auch ein Problem, denn es führt dazu, und gerade die Food-Startups hier werden es bezeugen können, wir haben viel mehr Antworten bzw. Lösungen, als wir eigentlich Probleme haben. Deswegen sind so gesehen eigentlich von 10 Startups auch am Ende nur eins erfolgreich und kann sich am Markt etablieren. 9 verschwinden dann leider früher oder später doch wieder von der Bildfläche. Jetzt kommen wir noch ein drittes Mal zur Banane und reden wirklich über die Banane, denn die Banane ist so gesehen eigentlich ein Sinnbild für viele multiple Krisen, die wir zurzeit in der Ernährungsbranche wahrnehmen. Und das konnten wir im Time Magazine lesen, What we can learn from the near death of the banana. Das heißt quasi der Nahtod der Banane. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, gerade die Bananenfans, die eben die Hand gehoben haben. Wir sind so gesehen eigentlich kurz vorm Aussterben der Banane, wie wir sie kennen. Und ein Namensvetter von mir, der Daniel Beber, hat das mal relativ schön umschrieben. Der forscht an der Uni in Exeter in Großbritannien. The story of the banana is really the story of modern agriculture exemplified in one single fruit. It has all of the ingredients of equitability, sustainability issues, disease pressure and climate change impact all in one. Das heißt so gesehen, die Banane steht für all das, was so gesehen eigentlich an gegenwärtigen Herausforderungen da ist. Klimawandel, Krankheiten, Ungleichheit, all so gesehen diese großen Hürden, diese großen Windräder, die wir versuchen ein Stück weit zu bekämpfen. Und nun kann man auch hier sich ein Stück weit wieder erschlagen, auf seine Couch begeben und denken, oh, wir kriegen das eh nicht mehr gewuppt, wie sollen wir denn diese Herausforderungen lösen? Oder aber wir schauen einfach mal ins benachbarte Holland, in die Niederlande, in einen sehr unwahrscheinlichen Ort nach Wageningen. Der hat nicht mal einen Bahnhof, aber der hat eine der führenden Unis in Sachen Food Research und Ernährungswissenschaften. Hier wird so gesehen an der Wageningen University and Research geforscht, wie wir solche Probleme in den Griff bekommen. Und hier wird unter anderem auch an der Banane der Zukunft geforscht. Denn die Banane, die Sie alle kennen, das ist so gesehen die größte Monokultur unserer Zeit. Das ist die Cavendish-Banane. Und so gesehen, für über 95% der weltweit gehandelten Bananen ist diese eine Sorte. Und da ist es nur klar, wenn eine Krankheit kommt, in dem Fall eine Pilzkrankheit, die Fusarium-Welke, und die bedroht diese Banane in den ErzeugerInnen-Ländern, dann droht das Schiff zu sinken, nur weil wir eben kein resilientes, kein diverses, kein vielfältiges landwirtschaftliches System haben. Gerade aber deshalb guckt man in Wageningen, wie wir denn andere, resistentere Bananensorten erfinden können, züchten können. Wie wir mittels künstlicher Intelligenz und Robotik beispielsweise direkt auf dem Feld solche Krankheiten frühzeitig erkennen und präventiv direkt einschreiten können. Beispielsweise am Welkgrad der Pflanzen. Und dementsprechend hier eigentlich so gesehen frühzeitig solche großen, mitunter dann wirklich globalen Krisen verhindern können. Wir sehen auch in Wageningen ein Zusammentreffen diverser Megatrends. Das ist das Thema Digitalisierung, das ist das Thema Nachhaltigkeit, das ist aber auch das Thema Individualisierung. Und man sagt so schön, im Essen spiegelt sich der gesellschaftliche Wandel. Und das ist so gesehen für Sie eigentlich alle super spannend, denn vieles, was später in anderen Lebensbereichen passiert, sei es Mobilität, Kommunikation oder Arbeiten, hat im Zweifel vorher schon auf unseren Tellern oder in unseren Gläsern stattgefunden, weil die Ernährungsbranche sich gerne schneller wandelt als andere Lebensbereiche und dementsprechend wir wieder hier auch so gesehen einen gewissen Pioniercharakter haben. Jetzt zeige ich Ihnen ein
Eine Abbildung mit wenigen Pixeln, aber all Sie werden direkt erkennen, worum es geht. Mag es jemand aussprechen, nur dafür, dass wir es offiziell haben? Was ist abgebildet? Ein Pizzastück. Und es braucht nicht wenige Pixel, dass Ihr Hirn das kombiniert, so gesehen, und die Information dann so gesehen an Ihren Mund spielt, hey, das ist ein Pizzastück. Wir machen beim Zukunftsinstitut genau das mit gesellschaftlichem Wandel. Der ist extrem komplex, aber wir packen ihn einfach in eine U-Bahn-Karte, weil er dann einfacher für unser Hirn so gesehen verdaubar ist. Das heißt, Sie finden alle Megatrends unserer Zeit, die momentan weltweit eine Rolle spielen, in Form von U-Bahn-Linien. Das sind so Blockbuster der so gesehen Veränderungen wie die Globalisierung, die immer noch nicht an ihrem Peak ist. Die kennen wir seit der Seidenstraße, so gesehen seit ewigen Jahrtausenden Jahren. Aber Globalisierung spielt immer noch eine Rolle. Es gibt neuere Megatrends wie der Gender-Shift, so gesehen. Aber auch, und darum soll es ja heute gehen, Megatrends wie die Neoökologie, das heißt die Nachhaltigkeit, Megatrends wie die Gesundheit oder aber die Individualisierung. Und so gesehen, die Stationen, die Sie da langfahren können, das sind alles so gesehen alltägliche Symptome dieses Megatrends. Sei es das Thema Dekarbonisierung, das Thema Zero Waste, wo wir hier Startups haben, die kreislauffähige Foodprodukte entwickeln, oder aber sowas wie Beyond Plastic, das heißt, dass wir uns gerade im Verpackungsbereich Alternativen zum Einwegplastik einfallen lassen. Wir können leider nicht auf alles eingehen, aber ein paar Dinge will ich dann doch ansprechen. Das heißt, von diesen 12 Megatrends habe ich jetzt mal 4 rausgepickt, die so gesehen, an denen Sie nicht vorbeikommen. Wenn Sie in der Foodbranche tätig sind, kommen Sie an diesen Megatrends nicht vorbei. Das ist zum einen das Thema Gesundheit. Und das hat natürlich gerade im Zuge einer globalen Pandemie einen enormen Boom erfahren. Nicht nur individuell, sondern, da komme ich auch gleich noch drauf zu, im Hinblick auf so gesehen die planetare Gesundheit. Wir haben das Thema Konnektivität, dass selbst wir in Deutschland, und dazu brauchte es ein Virus, angefangen haben, im Internet Lebensmittel zu bestellen. Wir waren so gesehen die Letzten in Europa, die online Lebensmittel bestellt haben. Es brauchte dann Corona, dass wir dann doch auch mal endlich den Lieferservice bedient haben. Aber das ist so gesehen nur ein ganz kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Es geht natürlich beim Thema Konnektivität um viel mehr. Neoökologie als ein neues Verständnis, wie der Mensch im Hinblick auf und mit der Natur agiert. Ganz wichtig, Nachhaltigkeit und vor allem das Thema Individualisierung. Und jetzt können Sie sich fragen, jo, der Typ ist Trendforscher, was sind denn jetzt die aktuellen heißen Foodtrends im Hinblick auf regional, bio oder nachhaltig? Wir können mal googeln und schauen, was Foodtrends 2020 letztlich ausgibt, wenn wir das in Google reinhauen. Und das sind dann beispielsweise solche Dinge. Das ist zum einen Yuzu, das ist zum anderen Hibiskus und das sind dann auch noch die Vitalpilze. Würde ich Sie jetzt enttäuschen müssen, denn das sind keine Foodtrends. Das sind Sachen, die finden Sie vor allem in Lifestyle-Magazinen, weil die machen relativ gute Schlagzeilen und dann ist dann der Vitalpilz so gesehen für einen Sommer das ganz große Ding und jeder Gastrobetrieb muss eigentlich drauf aufspringen, sonst wird er von der Bildfläche verschwinden. Aber am Ende des Tages sind das alles so gesehen kleine Hypes, die aus einem großen Megatrend hervorgehen, nämlich dem Megatrend der Gesundheit. Und so gesehen unser Streben nach Selbstoptimierung durch Ernährung. Aber, und da zeige ich Ihnen nur ganz kurz ein Modell, es sind so gesehen am Ende des Tages nur kleine Produkttrends, die wir auf der so gesehen untersten Ebene, auf der schnelllebigsten Ebene im Hinblick auf die Gesellschaft eigentlich untersuchen können. Foodtrends letztlich sind deutlich langjährigere Entwicklungen, langjährige Veränderungskonstanten. Wir reden da von 10 bis 15 Jahren Halbwertszeit. Solche Produkttrends, wie ich eben gezeigt habe, die sind eine Saison da und dann wieder weg. Es gibt ein schönes Beispiel, Bubble Tea, kennen Sie und kennen vielleicht alle, war vor 5 Jahren mal da, dann ist es verschwunden, jetzt komischerweise wieder da und kein Trendforscher weiß, warum es auf einmal wieder da ist. Aber das ist so ein klassisches Ding, das ist ein Sommer da, ist nett, aber dann im nächsten Jahr ist es auch schon wieder vergessen. Aber wie Sie sehen, alles so gesehen wird von Megatrends getrieben. Das sind so gesehen die Lawinen in Zeitlupe, die Gesellschaft ganz grundlegend verändern. Im Umgang mit Foodtrends muss man aber auch noch ein Prinzip verstehen und das ist das der so gesehen Paradoxie. Das heißt, wir haben mitunter Entwicklungen, die machen in unserem Kopf keinen Sinn, weil sie gänzlich gegensätzlich sind. Ein Beispiel, ich bin vorhin am Bahnhof angekommen, bin morgen wieder da, schaue dann in die Magazinlandschaft und sehe 2 Magazine direkt nebeneinander liegen, Vegan und Beef. Beide mit extrem großer Auflage, aber wir fragen uns jetzt zwangsläufig, werden wir jetzt alle VeganerInnen in Zukunft oder bleiben wir die Carnivoren, die wir vielleicht schon seit Anbeginn der Zeit waren? Das, wo Wandel passiert, ist dazwischen.
Wir reden jetzt schon seit ein paar Jahren über Flexitarismus. Mittlerweile über 60% der deutschen Haushalte bezeichnen sich als Teilzeit-Vegetarier. Das heißt, an mindestens 3 oder wenn nicht sogar 4 Tagen die Woche wird auf Fleisch verzichtet. Das heißt, das ist eigentlich das, auch wo gesellschaftlicher Fortschritt entsteht, nämlich bewussterer Fleischkonsum und wenn, dann doch bitte mit Fokus auf die Themen Qualität, Herkunft und Nachhaltigkeit. Die Globalisierung, so gesehen, wütete quasi außer Rand und Band, ehe wir dann im Zuge einer globalen Pandemie gemerkt haben, wir sehnen uns nach dem Regionalen. Draußen ist so viel Unsicherheit, so viel Chaos, das Authentische, das Haptische, das Vertrauensvolle finden wir in der Region und deswegen kam es zu einem Erstarken des Local Food Trends. Die Standardisierung, damit die Systemgastronomie, kam irgendwann an ihre Grenzen, als man in Rom an der Spanischen Treppe gesagt hat, hey, nicht mit uns. Und die Slow-Food-Bewegung hat sich gegründet, die gesagt hat, hey, wir haben Eigenheiten, wir haben Traditionen, die wollen wir wahren. Wir wollen nicht an jedem Ort auf der Welt das Gleiche essen. Convenience ging irgendwann auch nur so weit, bis man gar keinen Überblick mehr hatte, was eigentlich in diesen ganzen Produkten drin ist. Und man sich dann gesagt hat, auch während Corona, hey, ich mache die Sachen einfach selbst. Ich gehe jetzt wieder selbst auf den Balkon, baue Tomaten an, mache mein Brot selbst oder aber auch die Pizza. Das heißt, so gesehen, jeder Trend hat einen Gegentrend und da, wo die sich aneinander reiben, so gesehen, diese Disruption oder Störung am System, das ist das, was wir gesellschaftlichen Fortschritt nennen, weil er auch nur da im Mainstream stattfindet und dementsprechend nachhaltig ist. Und jetzt haben wir eben schon mal kurz über das Thema Gesundheit gesprochen und da gibt es auch hier, so gesehen, eine Evolution, wie wir den Begriff Gesundheit gerade im Zuge gesellschaftlicher Krisen immer wieder neu definiert haben. Das fing an zuallererst, dass wir immer gesagt haben, wir müssen ballaststoffreicher essen, weniger Fett, weniger Zucker. Das ist so gesehen auch keine News. Es gibt ja dahingehend immer ein neues Schwein oder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, was letztlich ungesund für uns ist. Kam dann irgendwann zu dem Thema Deprocessing, dass wir gesagt haben, weniger verarbeitete Lebensmittel, mehr Obst und Gemüse. Und macht jetzt so gesehen gerade einen Kipp, als dass die individuelle Gesundheit durch die Kollektive ergänzt wird. Das heißt, wenn wir Lebensmittel essen, und da kommen wir dann zum Thema des Abends, schauen wir auf so Dinge wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Bio. Und deswegen ist Tierschutz ein ganz großes Thema geworden, aber eben noch viel mehr. Wir haben heute so Themen wie Klimatarismus. Das heißt, dass wir wirklich schauen, unsere Ernährung oder unser Ernährungsplan ist so CO2-arm wie nur irgend möglich. Dass wir versuchen, Lebensmittel im Kreislauf zu halten, sei es als Herstellerin oder als Privatperson. Weil wir wissen, Food Waste ist so ein großes Problem. Und deshalb gibt es so gesehen all diese Foodtrends, die kriegen im Nachgang von mir auf jeden Fall auch die Slides, da können Sie da überall reinschauen. Das sind so gesehen all die Themen, die gerade passieren. Und für uns natürlich besonders spannend heute der Cluster Nachhaltigkeit. Das heißt, das ganze Thema Zero Waste, das Thema Regional Local Food, aber auch sowas wie Do-It-Yourself Food, weil wir wissen, je mehr wir uns mit Lebensmitteln auseinandersetzen, desto eher wissen wir sie zu wertschätzen. Und deswegen will ich jetzt noch ganz kurz in zwei Trends reinschauen, ganz schnell, weil sie mich selbst auch sehr beschäftigen. Das ist zum einen das Thema Zero Waste. Und da ist es so, dass wir mittlerweile beispielsweise vor allem in der GV, also beispielsweise in den Großküchen und in der Gastro, mittlerweile künstliche Intelligenzen haben, die uns dabei helfen, bedarfsgerechter zu kochen. 92% der Lebensmittelabfälle in Großküchen sind vermeidbar. Aber man kriegt die Dinger nur so gesehen unter Kontrolle, wenn man sie managt. Und es hilft einfach schon, eine kleine Kamera über dem Mülleimer zu haben, die dann trackt, was wirklich im Müll landet und uns am Abend sagen kann, was alles weggeschmissen wurde, um dann am nächsten Tag den Wareneinsatz zu optimieren. Wir haben ein Startup aus Deutschland, das weltweit mittlerweile immer häufiger innovativste Marke wird, ist Too Good To Go. Wir haben angefangen, Doggy Bags salonfähig zu machen. Wir haben Lebensmittelreste am Ende des Tages aus Gastros oder Bäckereifilialen einfach weiterverteilt zum günstigeren Preis. Wir haben mittlerweile auch, und da sind dann auch wieder so gesehen künstliche Intelligenz und Biotechnologie im Spiel, Möglichkeiten aus Sidestreams aus der Lebensmittelindustrie, vor allem beispielsweise aus der Weizen-, Mais-, Bier- und Kartoffelbranche, diese im Kreislauf zu halten, nicht ineffizient zu verbrennen, sondern beispielsweise daraus noch Protein oder natürliche Süßungsmittel zu erzeugen. Das Ganze kann man dann auch mit 3D-Drucker im Michelin-Style sogar dann in Gastronomien durch den Drucker laufen lassen und damit auch schöne Dinge machen aus Reststoffen.
Und das ist auch ganz spannend und das passt dann auch eigentlich schön hier zu der Geografie, zu Bremen. Wir haben so gesehen einen Trend der Regionalisierung. Wir sprechen da vom neuen Glokal. Das heißt, dass wir eigentlich jetzt Globalisierung und Regionalisierung oder Lokalisierung zusammendenken. Und das hat auch seine Gründe. Ich meine, hier in der Großmarkthalle wird viel umgeschlagen, da kommt viel aus Übersee. Aber jüngst gibt es auch immer wieder Studien, die zeigen, dass die Foodmeilen, das heißt wirklich der Transport der Lebensmittel, deutlich klimaschädlicher ist, als wir je gedacht haben und dass das ein ganz großer Hebel ist. Und wir uns dann natürlich auch fragen müssen, brauchen wir übers Jahr jeden Tag Erdbeeren oder Ananas oder sonst irgendwas aus Übersee? Oder können wir das in Zukunft nicht sogar hier bei uns in der Region selbst lösen? Und deswegen haben wir mittlerweile so gesehen auch hier mittels Aquaponics, aber auch mittels Vertical Farming und Urban Farming, also quasi auch hier technologiegesteuert, Möglichkeiten, dass wir zum einen Büffelmozzarella aus Brandenburg mittlerweile züchten können, dass wir blaue Garnelen in Österreich in Aquaponikanlagen züchten können oder dass es mittlerweile sogar auch Ingwer und Kurkuma in der Steiermark gibt. Ein ganz großes zukünftiges Thema ist ja das Thema Fleischersatz, ist eben auch schon angesprochen worden. Wir wissen, dass ein Großteil davon Monokulturen sind, meistens in China. Das heißt, wir kriegen Erbsenprotein auch hier von weit weg. Veganz hat sich jetzt hier beispielsweise mit dem Fraunhofer Institut zusammengetan und die entwickeln gerade Technologien, wie Erbsen direkt bei der Weiterverarbeitungsstelle produziert werden können. So gesehen hier neue Wege gehen, wie wir dann wirklich auch Vielfalt hier direkt vor der Haustür ein Stück weit erweitern können. Der Matthias Hawks hat das mal schön gesagt, damit komme ich zum Ende. Manche Krisen, das wissen wir auch aus unserem persönlichen Leben, wirken wie eine Schocktherapie, in der Heilsames entsteht. Und das hat uns zweifelsohne Corona gezeigt. Während Corona ist die Nachfrage nach regionalen, nach fair-zertifizierten, nach biologisch erzeugten Lebensmitteln hochgegangen. Die Leute haben nachgefragt, weil sie wussten, es im Zweifel ermöglicht mehr Gesundheit, mehr Vertrauen, mehr Authentizität, mehr Qualität. Und das ist auch etwas, was wir jetzt gerade so gesehen merken, dass wir mit einer weiteren Krise merken, dass beispielsweise das Thema Bio auch ein Zukunftsthema ist. Und dass wir uns jetzt natürlich auch über systemische Fragen austauschen müssen, was beispielsweise die Lebensmittelpreise anbelangt. Und da freue ich mich gleich auch aufs Podium. Denn momentan ist es so, dass unser System ein Stück weit noch verzerrt ist und eben nicht die Warenpreise widerspiegelt. Aber solche Krisen werfen Scheinwerfer auf diese mitunter Systemverzerrungen. Und wie gesagt, der Mensch war in der Vergangenheit immer sehr gut, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, sich anzupassen. Deswegen denke ich auch, dass wir das dieses Mal wieder in den Griff bekommen. Und damit schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank an Daniel Antes.